und herzlich willkommen zu einer neuen Skinwork-Mod-Vorstellung. Ihr wisst ja, ich werde jetzt öfters mal ein paar Skins vorstellen, die mir persönlich sehr gut gefallen und auch richtig gut rüberkommen. Und da will ich euch heute mal für den Arctros MP4 mal einen Skin vorstellen. Haben wir ja nicht so oft, meistens ist es für Scania und so. Und heute mal für den Arctros. Nämlich, der ist dann für den Gigaspace. Und jetzt passt mal auf. Jack, da ist er, der Rommel-Cargo-Skin. Aus dem SDS-Forum bzw. Steam Workshop. Könnt ihr dann selber gucken, wo ihr es euch laden wollt. Jack. Und so sieht das Ganze dann aus. Sehr schön. Müsst ihr natürlich alles noch das Plaste wegmachen. Ich werde euch das gleich noch zeigen, wie das aussieht. Ne? Im Spiel, wenn ich immer ein paar Anbauparts dran baue und. Aber der Skin sieht dann richtig hübsch aus. Natürlich in Metallic. Und wie das dann rüberkommt mit den ganzen Anbauparts hier, den ganzen Gedöns, das zeige ich euch gleich. Aber wir haben nicht nur den Skin für den Arctros, sondern es gibt auch noch einen Jumbo-Trailer von Cast und da ist auch noch ein Skin mit dabei. Das will ich euch auch hier noch mit präsentieren. Das ist nämlich, Moment, ich zeige es euch hier beim Aufschluss, sieht man den LKW schon ein bisschen. Da ist der LKW-Trailer, da ist der Jumbo und da ist nämlich ein Skin noch mit dabei. Und Chuck, da ist er. Das sieht auch dann sehr, sehr, sehr toll aus. Wer kann, wer möchte, darf sich das dementsprechend noch umskinnen, wenn man möchte. Aber der Skin an sich sieht einfach richtig schick aus. Mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut. Und ich zeige euch jetzt am besten, wie das dann aussieht als Kombination. Also LKW mit Trailer. So, jetzt habt ihr das mal gesehen, wie das aussieht, wenn man den da noch ein bisschen pimpt und ein paar Anbauteile dran klatscht. Ich werde euch das dementsprechend wieder unten in die Beschreibung mit reinsetzen. Dann müsst ihr da nicht lange suchen, auch den Trailer. Und dann habt ihr hier eine richtig geile Kombo. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Arctros sieht jetzt richtig schick aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, mit den ganzen Anbauparts, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, und natürlich durch diese Skins, die hier richtig gut rüberkommen und wer dann vielleicht auch noch ein bisschen selber skinnen kann, kann natürlich aus diesem Rommel natürlich Bockwurst-Logistik machen oder Schnitzelfriedhof-Logistik oder whatever, dann kann man sich hier das richtig schön gestalten und ein Skin macht wirklich sehr, sehr, sehr viel aus auf dem LKW, weil wenn der jetzt bloß weiß wäre oder silber oder rot oder schlag mich tot, dann ist es halt nicht... Vielleicht nicht nur das Weiße vom Ei, aber das Gelbe vom Ei fehlt natürlich auch noch, um das komplett zusammenzupacken. Und so als Kombination sieht der richtig geil aus. Ihr dürft gerne wieder eure Meinung da lassen, was ihr von dieser Skinarbeit haltet. Ich persönlich finde sie echt mega. Und ich werde, wie schon gesagt, öfters jetzt solche Sachen vorstellen, weil die den Original-SDS-LKW richtig aufpimpen. Ne? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken oder abonnieren, wie auch immer. Dann kriegt ihr sofort eine Info, wenn es neue Videos gibt. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.